Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal hier bei Yogis Technikecke. Danke, dass ihr mal wieder zuschaut. Vor wenigen Tagen habe ich euch den DVB-C Kabelreceiver HRK 7659 ausführlich ausgepackt, eingerichtet und auch die Senderlisten mit euch zusammen in dem Video bearbeitet. Das ausführliche, ja, Gesamtinformationsvideo, sage ich mal, über den Receiver habe ich hier auf jeden Fall nochmal verlinkt. Das jetzt hier heute aber, ihr habt es schon im Videotitel gesehen, ist nochmal rein die Information, wie ihr die Senderlisten an diesem digitalen Kabelreceiver bearbeiten könnt. Zum Bearbeiten der Senderliste gehen wir wieder in das Menü mit der entsprechenden gleichnamigen Taste oben links am Steuerkreuz und ja, könnt direkt hier im Hauptmenü in der ersten Kategorie in Senderliste bearbeiten reingehen. Dann müssen wir die sechsstellige PIN-Nummer eingeben, die lautet im Werkzustand 000000, also 6 mal die 0. Und dann landen wir im Senderliste bearbeiten Bildschirm. Und der ist eigentlich sehr einfach aufgebaut. Wir haben hier natürlich erstmal die Senderliste. Da gehe ich jetzt mal ganz nach oben und fange an, meine Sender zu sortieren. Das kann ich tun, könnt ihr vielleicht schon am unteren Bildschirmrand sehen, indem ich jetzt zum Beispiel die rote Taste hier auf der Fernbedienung drücke. Die rote Funktionstaste, die hat die Funktion Bewegen. Und wenn ich zum Beispiel Phoenix HD jetzt bewegen möchte, dann habe ich die rote Taste gedrückt und kann Phoenix jetzt mit dem Steuerkreuz, könnt ihr sehen, kann ich das jetzt hier runterschieben. Wenn ich das zum Beispiel an Position 7 schieben möchte, dann drücke ich anschließend den OK-Button auf der Fernbedienung und Phoenix ist auf Position 7 gespeichert. Auf die gleiche Art und Weise kann ich Sender auch löschen, indem ich zum Beispiel die blaue Funktionstaste drücke, könnt ihr unten sehen, blau ist löschen. Wenn ich Phoenix HD zum Beispiel löschen möchte, würde ich die blaue Taste drücken und das Ganze mit OK bestätigen. Möchte ich aber nicht. Wir können die Sendernamen auch umbenennen. Dazu drücken wir die Zurück-Taste, die hier unten rechts unterhalb des Steuerkreuzes. Dann könnt ihr sehen, bekommen wir eine Bildschirmtastatur und ja, können jetzt hier die Sender, wie wir das möchten, entsprechend umbenennen. Da kommen wir auch wieder mit der Exit-Taste raus aus dem Bildschirm. Wenn wir unsere Senderliste fertig bearbeitet haben, dann nehmen wir hier den Exit-Knopf auf der Fernbedienung oben rechts. Den drücken wir. Das Ganze wird kurz gespeichert und anschließend können wir unsere neue Senderreihenfolge genießen.